Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Radisson SAS Hotel in Köln und dem Bergischen Kulinarium der Gastronomie vom Golfplatz am Lüderich. Was Kulinarisches mit Golf zu tun hat, das werden Sie in den nächsten Minuten erfahren. Und damit herzlich willkommen zu Teegenuss Spezial, heute vom Golfclub am Lüderich in Overath. Wir sind beim Gastgewerbeturnier 2008. Da gibt es gutes Golf, leckere köstliche Speisen und natürlich kuriose Szenen an Topf und Pfanne und beim Abschlag. Ernst, dein drittes Turnier vom Gastrogewerbe, was du durchführst heute. Wie sind die Tendenzen für den heutigen Tag? Was erwartest du von deinem eigenen Turnier? Ja, natürlich gute Laune. Alle Leute sind richtig gut drauf. Wir haben traumhaftes Wetter, es regnet nicht. Überall gibt es Leckereien zu essen und zu trinken. Und als drittes Gastronomieturnier würde ich sagen, mit über 51 Leuten auf Warteliste, leider Gottes. Wir mussten also viele weinende Gesichter hinnehmen, aber als absolut ausverkauftes Turnier muss ich wirklich sagen, super zufrieden. Der Platz ist sehr anspruchsvoll, freuen sich alle drauf. Der ein oder andere hat schon das ein oder andere Gläschen Wein getrunken. An den Ständen geht richtig gut was ab. Und ich denke, sollte man weitermachen, wenn alle so weiter Lust drauf haben. Mit Golf beginnen wir auch. Am Abschlag 1 vom Golfplatz am Lüderich in Overath wurden sofort erste sportliche Tendenzen sichtbar. Neben zufriedenen Gesichtern gab es auch die Spaßgolfer, denen ein Schlag ins Raff nichts ausmachte. Darf ich doch. Auftaktstärkung an Loch 1 vom Kölner Kochkunstverein mit halbem Hummer. Liebevoll dekoriert und zubereitet. Extravagante, aber auch klassische Speisen und Getränke wechselten sich stilvoll ab und ich immer mittendrin. Gerne sogar. Gutes Tröpfchen. Auch der Humor durfte an diesem Tag nicht fehlen. Prost, ja, also, ja, Prost, Freunde. Schönes Kölsch hier. Hast du Dummkölsch im Hintern, kannst du im Golfplatz überwintern. Oh. Ja. Prost zusammen. Prost, das schön. Oh. Wann hast du denn mit Golfspielen angefangen? Ich habe schon als Kind Golf gespielt mit den Bälle. Das spiel ich heute noch. Und welches Handicap hast du? Das zweite Loch, Schatz. Das ist immer da, wo das Pflaster so schlecht hält. Ja, das mal ab. Schönes Pflaster! Dieser Massensport. So, das sind Startgeschenke. Eigentlich sind wir hier mittendrin im Geschehen, aber die Firma Amant, die ist heute auch dabei und damit hat man eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, schönes Spiel. Jürgen, Golf und Kulinarisches, was bedeutet das für euch, diese Verbindung? Also man hat auf jeden Fall mal die Gelegenheit, sich nach langer Zeit wiederzusehen, auch alte Kollegen oder ältere Kollegen, neue kennenzulernen. Es sind ja sehr viele dabei, die auch in der Gastronomie tätig sind. Und wie man weiß, Gastronomie ist schon sehr arbeitsintensiv und da nutzt man natürlich die Gelegenheit, wie an so einem Turnier heute, dass man seine Kollegen wieder trifft. Was steht denn für dich im Vordergrund, das Golfen oder das Kulinarische heute? Also ich bin schon ein sehr ambitionierter Golfer, für mich steht Golf im Vordergrund. Und dabei bewies Jürgen Gigoleit vollen Einsatz, auch in schwierigem Terrain. Ja, ich komme gleich. Auch die Flightpartner zeigten ihr Können auf dem Green. Tomaten essen. Hier haben wir zum Beispiel unsere Weißwurstterrine. Oh ja, spitze. Darf ich mal probieren? Ja, bitte, probieren Sie. Die wird jetzt nur kann man zwei Minuten noch im Butter anbraten, aber das ist wirklich toll, ist selber gemacht. Einmal dein Wasser. Weißwurstterrine. Ja, genau. Na gut. Mit mehr Petersilie, etwas Zitrone noch rein und Chili und Paprika. Das kann man so essen. Meist will man ja irgendwie Brot dazu haben, aber. Kurz gestärkt und weiter zum nächsten Abschlag. Beim Nearest to the Pin konnte derjenige Ruhm und Ehre erlangen, der mit dem ersten Schlag dem Loch am nächsten kam. Diejenigen mit Richtungsschwierigkeiten mussten auch schon mal von der Nachbarbahn weiterspielen. Als Trostpflaster gab es Austern vom SAS Radisson Hotel aus Köln. Frisch zubereitet, mit etwas Pfeffer und Tabasco abgerundet, ein Genuss für Kenner.
gute Getränke. Was reizt dich denn besonders an diesem Turnier heute mal? Ja, das Essen, die Getränke, die netten Leute und die gute Stimmung. Wie ist die Fleischzusammenstellung? Hervorragend. Wunderbar. Wie lange rechnet ihr denn heute auf der Strecke zu sein, hier auf dem Platz? Also mir wurde gesagt, wir sollten uns so an 9 Stunden orientieren. Ich hoffe, dass wir da charmant drunter bleiben. Also 9 Stunden wäre schon lang. Also mal schauen. Wir haben es nicht eilig und wir gucken mal, was passiert. Auch ambitionierten Golfern rollen schon mal die Schläger weg. Ob die Schläger was geahnt haben? Ein Schlag mehr oder weniger. Marc Kurtenbach nimmt's mit Humor. Marc Kurtenbach, das Wein zum Wohl, ganz klar, mit dem Nearest to the Pin hat ja gerade nicht geklappt. Wie war denn deine Vorbereitung auf dieses köstliche Turnier heute? Also Vorbereitung war, dass ich am Montag schon mal Lerchenhof gespielt habe, um heute hier ganz köstlich aufzutreten. Nein, also ganz ehrlich, ich habe ein bisschen was getan vorneweg, aber bin nicht wirklich gut bisher. Also schauen wir mal. In welche Richtung geht denn so die kulinarische Tendenz bei Marc Kurtenbach? Mediterran, italienisches, ist ja auch mediterran, oder mehr afrikanisches, oder war die Auster gut? Du, bisher bin ich sehr zufrieden, weil ich habe sowohl das sehr genossen vom Radisson, die Auster, und finde aber hier das mit dem Serrano-Schinken wunderbar jetzt. Gerade nach dem Berganstieg kommt das richtig gut. Der Cocktailmixer musste nun schon etwas bieten, um das kulinarische Niveau weiter zu steigern. Caipirinha mit einem Schuss Ginger Ale als Erfrischung nach dem Berganstieg zu Fuß. Unser Supersportler hier. Nein, ich spüre mal. Guck mal hier, was da für ihr Gutes gibt. Nur ich gab mich kurz vor Schluss geschlagen. Naja, zumindest für die Kamera. Jürgen Wirz, Chef des Radisson SAS bei der Birdie Chance. Beim Turnier des Gastgewerbes, da ist das SAS Radisson Hotel Köln natürlich präsent. Wie viele Stände sind heute hier und ist es ein Eldorado für Sponsoren? Also es ist sicherlich ein Eldorado für Sponsoren. Wir haben heute 2 Stände da, sind noch ein bisschen so unterwegs auf der Runde und verpflegen die Gäste hoffentlich gut. Was sagen denn die Flightpartner zu den kulinarischen Köstlichkeiten, die heute geboten werden? Also ich denke, es ist ein bisschen schwierig. Bis zum 6. Loch geht's noch. Danach wird die Aussprache etwas undeutlich. Aber bisher fühle ich Begeisterung. Das eigene Spiel, sind Sie damit zufrieden heute? Absolut. In meinem Flight führe ich und insofern ist das schon verwunderlich. Was glauben Sie, solche Turniere, wo das Kulinarische und das Golferische verbunden wird, hat das Potenzial für die Zukunft bei Golfturnieren, bei großen Turnieren? Also an sich bestimmt nicht. Wir sind hier aus Spaß und wir haben Freude daran, dass wir uns halt so kulinarisch verwöhnen lassen von allen möglichen Gastgebern heute auf der Runde. Und ich sag mal, es gibt auf jeden Fall dem die Chance, der sonst nicht so glänzen könnte, mal den einen oder anderen auch passieren zu können. Heute Abend wird ja noch einiges an Programm geboten werden. Es gibt einige Gäste, die bei Ihnen nächtigen, die nicht da sind. Wie können Sie denen Ihr Hotel schmackhaft machen? Das ist ganz einfach. Erstens ist es eine unglaubliche Golfplatzdichte hier um unser Hotel herum. Wir haben in 30 Minuten Fahrzeit allein 26 Golfplätze aller Spielstärken. Und insofern ist allein zumindest für den Golfer diese Reise es wert. Ja gut. Zum Wohl. Zum Wohl, Michael. Ja, ein guter Wein gehört natürlich dazu. Heute geht es ja um Kulinarisches und um Golf. Wir haben schon oftmals heute gehört, dass das gut verbunden werden kann. Jetzt ist die Saison ja nicht ganz vorbei, aber fast vorbei. Wie hält man sich denn bei so einer Runde, wo es nur um Spaßfaktor geht, aufrecht? Ja, mit gutem Wein natürlich. Also mit gutem Wein, mit leckerem Sushi, mit halbem Hummern. Wir werden hier heute exzellent verwöhnt. Und wir Golfer sind ja alle Genussmenschen. Und da tritt das Golf so ein bisschen zurück und wird fast zur Nebensache. Michael, bei dir steht ja auf der Businessfahne Rheingolf. Wird da heute viel drüber geredet oder lässt man das Business ganz weg? Ach, ich hoffe, da wird nur drüber geredet heute. Nein, Quatsch beiseite. Heute bin ich als Gast hier von meinem Freund Jürgen Wirz eingeladen, dem Chef des Radisson Hotels. Und heute genieße ich mal ganz entspannt eine Runde Golf, ohne dass ich mir irgendeinen Gedanken über das Geschäft machen muss. Reden wir doch mal kurz über die Weine. Das ist ein guter Pinot Grigio. Ist das so ein Wein, den du ständig und immer trinken könntest oder gibt es da eine andere Richtung? Also Weißwein kann ich sowieso ständig und fast immer trinken, wenn er gut kalt ist. Und der Pinot Grigio ist mit Sicherheit ein sehr guter Wein. Aber hier gibt es auch einen hervorragenden Trentino. Und eigentlich kann man nur sagen, man muss herkommen, man muss zu den Leuten hingehen, man muss zuhören, weil Leute, die was von Wein verstehen, haben was zu erzählen. Und dann findet man garantiert seinen Wein.
und hoffentlich eine ruhige Hand für die weitere Runde Golf. Selbstverständlich gab es auch Erinnerungsfotos der zahlreichen Spielerinnen und Spieler, geschossen von der Fachpresse. Den suchen wir jetzt. Wir suchen jetzt den Ball. Mit viel Spaß und Unterhaltung weiter im Programm. Beim abschließenden Abendprogramm mit Siegerehrung in der 360-Grad-Panoramabar feierten alle Teilnehmer gemeinsam diesen außergewöhnlichen Tag. Eins war klar, es wurde köstlich weitergespeist, dank des Bergischen Kulinariums vom Lüderich. Trotz später Stunde wurde noch ein Flight vermisst. Veranstalter Ernst Flair begleitete die Spätankömmlinge höchstpersönlich. Er kämpft bis zum geht nicht mehr. Warte mal, bleib mal gerade still. Das Essen war hervorragend. Und ich möchte ein ganz große schöne Grüße sagen an den Reinhold Klingmann von Rosenberg. Er guckt dieses Fernsehsender immer. Reinhold, ich liebe dich. Die Players Party ging noch bis spät in die Nacht und die Fairway-Künstler freuen sich schon auf das vierte Gastro-Golf-Turnier des Kölner Kochkunstvereins in der Saison 2009. Schließlich war es ein unvergessliches Ereignis. Ha 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 ha!